So, da bin ich wieder. Der Schluss vom letzten Mal. Fini war mit Robert Planck auf Anweisung ihres Vaters in die Stadt gefahren. Sie fand die Idee gut, dachte sie sich doch, wenn sie mit Robert allein sei, sie könnte endlich ihm ganz deutlich sagen, dass sie ihn nicht liebt, sondern den Simon und der den auch heiraten wird. Draußen begann es schon zu dämmern. Ein leiser Wind war aufgekommen und raschelte in den Efeublättern, die sich um das alte Gebäude rankten. »Ich möchte jetzt heim«, sagte die Fini und war bereit, den weiten Weg auch zu Fuß anzutreten, falls er etwa noch einen Schoppen trinken sollte. Aber er gehorchte sofort, rief die Kellnerin und bezahlte. Dann stand er auf, schwankte einen Moment, griff aber dann nach ihren Paketen. Bevor sie in den Wagen stiegen, warf er einen Blick über den Marktplatz zum Rebenschlüssel hinüber und meinte, »Dort drüben könnten wir eigentlich recht nett und gut zu Abend essen. Keine Lust? Nein, ich möchte heim.« »Eisberg«, zischte er vor sich hin. Durch die Stadt fuhr er noch recht malierlich, aber dann wollte er zeigen, was der Wagen hergab. Die Fini hatte Angst, aber sie sagte nichts, obwohl sie ihn gerne gebeten hätte, das Verdeck zuzuziehen, denn der Wind fuhr ganz schön kalt über das erhitzte Gesicht. Wahrscheinlich ihm auch, denn bevor sie in den Wald einbogen, hielt er und zog das Verdeck zu. Dann stieg er wieder ein, riss sie plötzlich in seine Arme und versuchte sie zu küssen, stieß aber stattdessen einen gellenden Schrei aus. »Au, du beißt mich in die Hand! Kannst du denn gar nicht ein bisschen nett sein? Lass mich sofort aussteigen«, forderte sie. Ernüchtert strich er sich die Haare aus der Stirne. »Geh, spinn doch nicht. Es sind gute 3 Stunden zu Fuß heim. Dann lass mich in Ruhe, sonst springe ich dir unter der Fahrt aus dem Wagen. Du wärst dazu imstande. Und hernach, wenn du dir etwas brichst, bin ich schuld.« Er ließ sie jetzt in Ruhe und überlegte krampfhaft, was er verkehrt gemacht hatte. Eifersucht, gedemütigte Eitelkeit, Zorn und Wiedereifersucht peinigten ihn. Und wahrscheinlich merkte er in seiner Erregung gar nicht, dass sein Fuß das Gaspedal ganz durchgedrückt hatte. Der Wagen schoss nur so dahin, hinein in eine Nebelwand, die Robert mit einem Schlag jede Sicht nahm. Vielleicht war es aber auch die Kurve, die er nicht mehr sehen konnte, weil sich der Nebel wie dickes Milchglas um die Scheinwerfer gelegt hatte. Plötzlich splitterte etwas, dann ein furchtbarer Stoß. Das Licht erlosch, dann Stille, aus der nur von irgendwoher ein wundes Stöhnen kam, das dem Mann die bange Frage ausriss. »Fini, Fini, um Gottes Willen, wo bist du?« Aber dann wieder das leise Stöhnen aus der grauen Wand heraus und dann eine entsetzliche Stille. Die Nachricht von dem Autounfall verbreitete sich noch in der Nacht zum Moorrand, wo Simon Burgstaller in seinem Häusel saß und immer wieder auf die Uhr blickte, weil doch die Fini heute kommen wollte. Als es jedoch ans Fenster klopfte, erkannte er sofort, dass es nicht die Fini war, sondern sein nächster Nachbar, der Prellmoser, der ihm die schreckliche Kunde brachte. Zunächst wollte er einfach nicht begreifen, was geschehen war und wie alles zusammenhing. Die Fini wollte doch zu ihm kommen. Und nun war sie mit dem Robert Planck im Auto verunglückt. Hatte sie denn ein falsches Spiel mit ihm getrieben? Dieser Gedanke war ihm so fürchterlich, dass er meinte, um den Verstand zu kommen. Daheim hielt er es nicht mehr aus und ging zum Zacklerwirt, um vielleicht dort Näheres zu erfahren. Aus all dem Gerede hörte er bald, dass die Fini von ihrem Vater nach Durmbach geschickt und auf dem Rückweg vom Robert Planck mitgenommen worden war. Dabei war es dann zu dem Unfall gekommen. Beide lagen nun im Kreiskrankenhaus Durmbach. Im ersten Moment wollte Simon nach Durmbach fahren. Dann wurde er wieder von wilden Zweifeln gepeinigt und irrte stundenlang durch die Nacht, das Herz von wildem Weh zerrissen. Erst gegen Morgen wurde er ruhiger und sagte sich, dass die Fini, was auch gewesen sein mochte, ihn auf gar keinen Fall hatte betrügen wollen. Am Vormittag erfuhr er dann, dass Robert mit einer Schramme über dem linken Auge davongekommen war, die Fini aber sehr wahrscheinlich vor ein paar Monaten nicht aus dem Krankenhaus herauskommen würde. Denn neben einer schweren Gehirnerschütterung hatte sie auch noch eine Querschnittslähmung davongetragen.
Dass dies ein Leben lang Rollstuhl bedeutete, begriff Simon nur ganz stumpf. Erst allmählich wurde ihm klar, welch ein Schlag ihm das Schicksal versetzt hatte. Ein paar Tage irrte er ohne Interesse für irgendetwas umher, sprach kaum ein Wort, aß kaum ein paar Bissen und lag in den Nächten schlaflos, bis ihm die Gabi ganz energisch den Kopf zurechtsetzte. Wenn du so weitermachst, Simon, wirft es dich auch noch aufs Krankenbett. Ach, was verstehst denn du, Gabi? Mir ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich jetzt erkennen muss, dass es doch kein Mädel ehrlich mit mir meint. Die erste hat mich betrogen und jetzt ist es nicht viel anders. Mir hat sie gesagt, dass wir bald heiraten könnten und mit dem anderen fährt sie nach Durmbach. Ach, ich mag gar nicht mehr daran denken. Ja, es wäre besser, nicht so viel zu denken, riet ihm die Gabi. Dabei tat ihr selber das Herz so weh, weil er ihr leid tat und weil er wohl nie erkennen würde, dass sie jederzeit ihr Leben für ihn geben würde. Vor allem musstest du dich erkundigen, sprach sie weiter, ob sie wirklich freiwillig mit dem Plan gefahren ist. Es wird erzählt, dass ihr Vater es so hat haben wollen. Ich kenne mich nicht mehr aus, Gabi. Alles, was ich anpacke, gelingt mir. Bloß bei den Mädeln, da habe ich halt kein Glück. Tot ist sie ja nicht, sagte darauf die Gabi und ihr junger, blasser Mund zuckte. Ihn aber trafen diese Worte wie ein Sonnenstrahl. Gleich darauf schüttelte er wieder den Kopf. Selbst wenn sie durchkommt, Gabi, sie wird ihr Leben lang gelähmt bleiben. Und überhaupt, ich müsste zuerst wissen, wie es dazu kam, mit dem Robert zu fahren. Das erfuhr er am gleichen Tag noch, und zwar von der Langenthalerin selber, die, er traute seinen Augen kaum, zu ihm kam und mit ihm reden wollte, damit er sich kein falsches Bild von der Fini mache. Niemand konnte wissen, wie schwer ihr der Weg geworden war. Da traf es sie doch recht schwer, als Simon sie zuerst kurz abfertigen wollte und ihr sagte, dass es ihn gar nicht so sehr interessiere, wie sie vielleicht meine. Ja, so ungerecht war er geworden, so sehr hatte er sich in den Gedanken verbohrt, dass die Fini es nicht ehrlich mit ihm gemeint hat. Da fing die Langenthalerin plötzlich zu schluchzen an, ob er denn nicht wenigstens hören wolle, warum die Fini mit dem Plank weggefahren sei. Doch nur deswegen, um ihm zu sagen, dass er sich keinerlei Hoffnungen machen solle. Ganz klaren Tisch wollte sie schaffen, weil es für sie eben keinen anderen Mann gab als ihn, den Simon. »Ist denn das auch wahr?«, fragte er noch voller Zweifel. »Das musst du doch selber wissen. Hat sie dir denn nie gesagt, was sich zwischen ihr und dem Vater abgespielt hat? Dass er sie deinetwegen geschlagen hat? Dass sie aber um keinen Preis der Welt von dir gelassen hätte? Freilich, es ist wahr, für uns war es schon immer eine ausgemachte Sache, dass die Fini einmal den Robert Blank heiratet. Aber dann bist du in ihr Leben gekommen. Ich habe mich schon damit abgefunden gehabt und schließlich hätte sich auch der Vater damit abfinden müssen. Denn wenn er auch ein Querschädel ist, auf die Dauer hätte er sich doch nicht widersetzt, weil er die Fini doch gern hat, auch wenn er es sich nie hat anmerken lassen. Und jetzt muss das daherkommen. Glaubst du mir denn immer noch nicht? Doch, Langenthalerin, ich glaube dir. Und jetzt kann mich auch nichts mehr aufhalten. Ich fahre sofort zu ihr. Er schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Und ich habe an ihr gezweifelt und habe nicht daran gedacht, dass sie mich gerade jetzt am nötigsten braucht. Wenn ich dich recht schön bitte, Simon, tätest mich dann auch mitnehmen? Natürlich nehme ich dich mit. In einer Viertelstunde hole ich dich ab. In einer Woche vor Pfingsten wurde in der neuen Fabrik der letzte Hammerschlag und der letzte Pinselstrich getan und Simon Burgstaller sah sich genötigt, die Vollendung mit Ansprachen und der Weihe der Räume durch Herrn Josef Dehmer, der inzwischen Pfarrer in Siebenzell geworden war, zu feiern. Solange Siebenzell bestand, hatte er es noch nicht so hohen Besuch gesehen wie an diesem Morgen. Unter ihm war der Landrat mit seiner Begleitung noch nicht der Höchste, denn auch die Regierung hatte einen Vertreter geschickt, einen Staatssekretär.
Auch der alte Freund und Gönner Diepold war mit seinem Sohn Engelbert gekommen und von der Handwerkskammer ein paar Herren. Simon hatte nicht vergessen, auch seinen einstigen Direktor vom Waisenhaus einzuladen, der schon alt und gebrechlich geworden war, dass ihn die immer noch rüstige Schwester Agnes begleiten musste. Notgedrungen hatte Simon auch den Bürgermeister Langenthaler und den Gemeinderat einladen müssen. Außer Robert Blank waren alle erschienen. Als erster ergriff der Präsident der Handwerkskammer das Wort und sprach von einer neuen Epoche, die für Siebenzell angebrochen sei. Er sprach mit weithin hallender Stimme. Auch die Dörfler, die verschämt zwischen den Bäumen des Waldes standen, konnten jedes Wort deutlich verstehen. Der Pioniergeist eines Einzelnen habe das Dorf aus seinem Dornröschenschlaf erweckt, wobei in dieser Stunde nicht unerwähnt bleiben dürfe, dass Herr Simon Burgstaller aus tiefster Armut aufgestiegen sei und nun dieses Werk geschaffen habe. Aber nicht für sich allein, sondern wohl auch aus Liebe zu seiner Heimat und zu den Menschen seines Dorfes, denen er nun Arbeit und Brot geben könne. Der Langenthaler stand mit unbewegtem Gesicht unter seinen Leuten und konnte nicht verhindern, dass ihn diese Worte ergriffen. Er musste, wenn auch mit Widerwillen, anerkennen, was die laute, markige Stimme an Lob für den einstigen Rindernzimmerl zu sagen wusste. Seit dem Unglück war er bei weitem nicht mehr der borstige, unnahbare Nörgler und er mochte vielleicht schon einsehen, dass dieser Simon so etwas wie ein Segen für die Zukunft des Dorfes bedeutete. Auf alle Fälle, was da so stolz in der Morgensonne stand mit den weithin sichtbaren Buchstaben auf dem Dach, die auch des Nachts leuchten sollten, war schon des Ansehens wert. Und er konnte nichts dafür, dass ihn plötzlich der wehmutsvolle Gedanke anfiel, dass in dieser stolzen Stunde auch seine Tochter Josephine an der Seite Simons hätte stehen können, wenn sie nicht daheim hilflos in ihrem Rollstuhl sitzen müsste. In dieser Stimmung trat schließlich auch er an das Rednerpult, dankte dem Erbauer im Namen der Gemeinde und wünschte für alle Zeit Glück und Segen für das Unternehmen. Dann zogen die Gäste von Raum zu Raum. Simon musste erklären und wieder erklären und des Staunens war kein Ende. Zugedeckt standen in den großen Sälen noch die wuchtigen Maschinen, und Simon versuchte verständlich zu machen, welche Arbeit sie ausführen würden. Und dabei schaute er immer wieder auf die jung gebliebene Schwester Agnes, die ihm zulächelte, als wollte sie ihn fragen, ob er noch wisse, dass er ihr von allen Buben im Waisenhaus der Liebste gewesen war. Und Simon musste sich eingestehen, dass sie eigentlich die große Liebe seiner Bubenzeit gewesen war. Durch eines der mächtigen Werkstattfenster sah er drüben beim alten Holzhaus die Gabi stehen, groß und schlank wie eine Birke in einem neuen Dirndlkleid. Sie wirkte ein bisschen verloren und hatte die Hände unter der Schürze versteckt. Simon dachte einen Augenblick, dass sie jetzt eigentlich auch mit durch die neuen Räume wandern müsste, denn sie war ja von Anfang an dabei gewesen. Sie allein hatte um seine Anfangssorgen gewusst. Sie war immer um ihn gewesen, wenn er zu verzweifeln begonnen hatte. Hatte ihm in ihrer stillen, unaufdringlichen Weise Trost und Mut zugesprochen und war still davongegangen, weil er sie nicht brauchte. Wie ein guter Stern hatte sie ihn auf dem dornenvollen Weg bis zur heutigen Stunde begleitet. Aber die Gabi wartete drüben, bis die Gäste herüberkamen, um in dem Wohnraum, der ehemals die alte Werkstätte gewesen war, ein Gläschen selbstgebrauten Enzian zu trinken, bevor sie zum Zackelwirt ins Dorf hinüberzogen. Es war ein glücklicher Tag für Simon, fast genauso, wie er es in seinen Träumen erwartet hatte, und dennoch war sein Herz bedrückt. Er saß zwischen der eleganten Frau des Staatssekretärs und Schwester Agnes, die ihm leise sagte, dass sie immer für ihn gebetet und dass sie immer gewusst habe, dass einmal etwas Besonderes aus ihm würde. Und sie würde auch weiterhin für sein Glück beten. Für mein Glück, dachte Simon in seiner schwersten, schwer demütigen Stimmung. Und seine Gedanken gingen zu dem Mädchen auf dem Hügel, das nie mehr aus ihrem Rollstuhl herauskommen würde. Unauffällig schlich er hinaus und ging gleich hinter dem Wirtshaus über die blühende Frühlingswiese hinauf, wo er hinter dem Langenthalerhof im Schatten des jungen Apfelbaumes die Finny in ihrem Rollstuhl fand.
In ihren Augen leuchtete es auf, als sie ihn kommen sah, und sie streckte ihm die Hand entgegen. Immer wieder erschrak er, wenn er sie sah in ihrer durchsichtigen Blässe, gegen die auch die warme Frühlingssonne nicht ausrichten konnte. Unter ihren Augen lagen tiefe Schatten. »Wie geht es dir?«, fragte er und streichelte ihre Hand. »Oh, gut, Simon, komm, setz dich doch ein bisschen zu mir.« »Hast du denn überhaupt weg können?« »Ich musste einfach, man wird mich ja nicht gleich vermissen.« »War es sehr feierlich, Simon?« »Für mich ein bisschen traurig, weil du nicht dabei warst. Wenn ich vielleicht noch ein halbes Jahr gewartet hätte. Bis dahin kannst du sicher wieder gehen.« »Ja, sicherlich«, antwortete sie und war ihm dankbar für die Lüge, denn sie wusste genau, dass er selber nicht glaubte, dass sie jemals wieder gehen könnte. Im Grunde genommen war es ja immer das gleiche Gespräch, das sie führten, wenn sie beisammen waren. An den Sonntagnachmittagen fuhr er sie, seit sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, immer im Rollstuhl durch das Dorf, über die stillen Wege des Mooses in den Bergwald hinein. Dann trug er sie auf den Armen in sein Haus, kochte ihr Kaffee und träumte mit ihr tapfer den Traum von einer schönen Zukunft, an die sie doch beide nicht mehr glaubten. Nur etwas erfuhr Simon nicht, so sehr er auch daran glauben. Danach fragte, war es ein Unglück gewesen? War der plötzliche Nebel schuld? Nicht Robert Blank? Die Finny verschwieg, wie es wirklich gewesen war, weil sie wusste, wie gnadenlos Simon den Robert zur Rechenschaft ziehen würde. Simon aber ahnte die Wahrheit, weil Robert ihm seither aus dem Weg ging und überhaupt recht einsilbig geworden war. »Musst du jetzt nicht wieder zurück, Simon?«, fragte die Finny. »Es lässt sich leider nicht ändern, aber ich komme am Nachmittag und hole dich ab. Dann zeige ich dir ganz allein alles.« Sie erhob die Arme und legte sie um seinen Hals. »Ach, Simon, du weißt gar nicht, wie ich dich liebe.« Sie küsste ihn und schob ihn dann sanft von sich. »Geh jetzt lieber zu deinen Gästen. Ich freue mich, dass auch der Vater dabei ist. Du glaubst gar nicht, wie die Vollendung deines Werkes ihn verwandelt hat.« Er nickte, obwohl er wusste, dass nur das Unglück den Starrsinn des Bauern gebrochen hatte. Dann ging er auf demselben Weg über die Wiesen zurück. Als er sich einmal umdrehte, winkte ihm die Finny zu. Dass sie dabei weinte, konnte er freilich nicht sehen. Am Montag darauf heulte um 7 Uhr morgens zum ersten Mal die neue Fabrik-Sirene. Im ersten Augenblick rannten die Menschen aus ihren Häusern, weil sie diesen fremden Ton noch nie vernommen haben. Mittags um 12, dann um 1 und um 5 ertönte die Sirene wieder und allmählich gewöhnten sich die Leute daran, so wie sie sich an die gelben Busse gewöhnten, die nun jeden Morgen die Arbeiter von allen Richtungen herbrachten und abends wieder zurückfuhren. Zwar waren es bei weitem nicht lauter Fachleute, aber in dieser modernen Fabrikanlage konnten auch die Hilfskräfte und Frauen beschäftigt werden. In einer Abteilung waren es an die 20 Lehrlinge, größtenteils Buben aus Liebenzell selber. Mädchen aus Liebenzell arbeiten an der Verpackungsabteilung und schon nach kurzer Zeit zog ein gewisser Wohlstand in das Dorf ein. Der Zacklerwirt musste an seine Gaststube einen Speisesaal anbauen und preiswerte Essen abgeben, weil Simon ihm angedeutet hatte, dass er sonst selber eine Kantine in seinem Werk bauen würde. Simon blieb immer der gleiche, nur äußerlich hatte sich sein Leben verändert. Jeden Morgen erschien er als erster im Werk, ging durch die Räume, erfasste mit scharfem Blick jede kleinste Unregelmäßigkeit und verschwand dann im Zeichenbüro, wo 3 Innenarchitekten beschäftigt waren. Dort dauerte die Besprechung eine Stunde. Anschließend ging er in die Buchhaltung, ließ sich die Post vorlegen, diktierte einem der Mädchen seine Briefe und begab sich dann hinüber ins Wohnhäusel, wo die Gabi für ihn das Frühstück gerichtet hatte. 2 Monate später war der letzte große Schritt getan. Er hatte den Vertrag mit seiner bisherigen Möbelfirma im Rheinland gelöst und arbeitete nun für sich selber. 2 große Laster mit Anhängern fuhren jede Woche mit Burgstallermöbeln über Land und bald musste er noch einen 3. und 4. Lastzug kaufen. Seine Waren wurden für die Fachwelt zu einem Begriff solider, sauberer und preisgünstiger Arbeit. Dazwischen fuhr er dann mit seinem eigenen neuen Wagen auf eine Woche fort, knüpfte neue Verbindungen an
und schloss neue Aufträge ab. Alles gelang ihm. Seine Leute nannten ihn den Boss, obwohl die meisten gar nicht wussten, was dem Sinn nach bedeuten sollte. Für die Siebenzeller war er der Herr, der große Mann, der aus der Armut aufgestiegen und doch einer der ihren war. Nachdrücklicher denn je verfolgte er sein Ziel, eine Bahn nach Siebenzell zu bekommen, weil er dann einen großen Teil seiner Möbel mit der wesentlich billigeren Bahnfracht versenden konnte. Die Krönung seines Werkes aber war es, als er im Herbst bei der großen internationalen Möbelausstellung die goldene Plakette verliehen bekam und der Name Burgstaller in der Fachwelt nicht mehr zu übersehen war. Und niemand in der großen Welt, in der er sich jetzt bewegte, ahnte, dass dieser zielstrebige Mann an den Sonntagnachmittagen ein querschnittsgelähmtes Mädchen im Rollstuhl spazieren fuhr oder es auch einmal in seinen Wagen bettete und mit ihr eine weite Tour machte. Nur die Siebenzeller konnten es sehen und bekamen mit jedem Mal mehr Ehrfurcht vor dem Menschen Simon Burgstaller. Die Fini war immer noch schön, aber sie wusste, dass sie den Todeskeim in sich trug und dass ihr nur noch eine kurze Zeit auf dieser Welt beschieden war. Sie sprach ganz ruhig und gefasst vom Tod, wenn auch Simon vom Leben sprach und voller Hoffnung war. Der Sommer versprach eine gute Ernte. Wochenlang schien die Sonne. Die Fini saß im Rollstuhl unter dem Schatten der Apfelbäume, von wo aus sie auf die Fabrik hinuntersehen konnte. Oft hatte sie auch das Fernglas neben sich liegen. So konnte sie den geliebten Mann ganz zu sich heranziehen, ohne dass er es wusste. Wenn er dann zum Haus hinüberging, wo er gerade so, als ginge er an ihr vorbei. Manchmal sah sie auch die Gabi. Sie hatte längst erfühlt, dass diese Gabi an einer unglücklichen Liebe zu ihrem Herrn litt, und oft nahm sie sich vor, mit Simon darüber zu sprechen, dass er dieses Mädchen heiraten solle, wenn sie die Welt verlassen hätte. Aber sie durfte ja zu Simon nicht von ihrem Ende sprechen. Da zog er sofort die Brauen hart zusammen und einmal hatte er jäh herausgeschrien: Denk doch nicht immer ans Sterben, du wirst wieder gesund und wenn nicht, dann heirate ich dich so, wie du bist. Du armer Tor, dachte sie dann, nach kurzer Zeit schon würdest du merken, welche Last du dir mit mir aufgebürdet hättest. Immer nur im Rollstuhl würde ich neben dir leben, müsste gehoben und getragen werden und könnte niemals Mutter deiner Kinder sein. Sie wusste auch, dass er jede medizinische Zeitschrift, die ihm in die Hände kam, genau studierte. Und einmal kam er ganz aufgeregt zu ihr und wusste, über den Fall eines 30-Jährigen zu berichten, der von einem Professor in Köln geheilt worden war, nachdem er zuvor 6 Jahre gelähmt ans Bett gefesselt war. Für den Augenblick wurde auch die Fini von seiner Begeisterung mitgerissen, zumal er sagte, dass er heute noch an den Professor schreiben würde und dass sie eben dann nach Köln gebracht werden müsse, koste es, was es wolle. Aber diese Begeisterung erlosch schon nach wenigen Tagen wieder, als sie sich doppelt krank fühlte und das kann nicht allein an der Lähmung gelegen haben. Ihr Widerstandswille war erlahmt, ihr Herz war schwach und krank. So welkte sie mit dem Sommer in den Herbst, welkte in den Tod hinein. Als sie verlangte, dass der Pfarrer kommen sollte, dachte noch niemand etwas Arges dabei. Der Pfarrer Demer war auch von selber hin und wieder zurückgekehrt, war bei ihr im Garten gesessen und sie hatten zusammen geplaudert. Des grauen Herbsttages wegen lag die Fini in der Stube auf dem Kanapee, als Pfarrer Demer ihre Bitte erfüllte, ihr die letzte Ölung zu geben. Dann versuchte er, ihr Lebensmut zu machen, sprach von der Schönheit des Lebens, an das sie glauben müsse, weil nur Gott allein wisse, wann das Lebenslichtlein ausgebrannt sei. Er hat es mich schon wissen lassen, dass mein Licht erlöschen soll, erwiderte die Fini. Hernach sprach der Pfarrer noch mit den Eltern. Ich weiß nicht, sie ist so sonderbar heute. Ist sie denn schon länger so? Seit gestern redet sie so seltsam daher, wusste die Langenthalerin. Und müsste doch neue Hoffnung haben, meinte der Langenthaler. Am Montag will der Burgstaller sie nach Köln bringen. So, davon hat sie mir kein Wort gesagt. Draußen hatte sich der Himmel etwas gelichtet. Im Westen stand ein leuchtendes Abendrot, das durch die Fenster in die Stube drang. Die Fini verlangte, dass man sie noch ein wenig ins Freie bringe. 3 Tage sei sie jetzt schon nicht mehr draußen gewesen und das Abendrot leuchte doch so schön. Benno, ihr Bruder, hob sie in den Rollstuhl und fuhr sie hinaus.
Nein, Benno, ein bisschen weiter hinauf, dass ich alles übersehen kann. Ja, so ist's gut. Du kannst schon wieder gehen, Bruder. In einer Stunde kannst du mich wiederholen. Noch einmal sah sie die Berggipfel flammend schön leuchten, den Bergwald in seiner dunklen Schönheit. Noch einmal hörte sie das Leben um sich, die Stimmen des Dorfes, das Plätschern des Zellerbaches, das Hornsignal des Rinderhirten. Und noch einmal sah sie Simon Burgstaller von der Fabrik zum Häusl gehen. In einer Stunde, wusste sie es, würde er zu ihr kommen. Er kam ja fast jeden Abend und wurde dabei nicht müde, davon zu sprechen, dass sie wieder gesund würde. Die Kunst der Ärzte sei heute schon so hoch entwickelt. Ihr Fall wäre vielleicht schwierig, aber erst kürzlich habe er wieder gelesen, dass eine gelähmte Frau wieder habe gehen und ihrem Mann noch drei Kinder habe schenken können. Kinder, sie wusste um den tiefsten Wunsch seines Herzens. Und wie sie nun so dalag, weit zurückgelehnt, mit geschlossenen Augen, da war ihr, als tanzten tausend kleine Kinder über den rot beglänzten Abendhimmel. Und dann zogen sie in ein goldenes Tor hinein, eins nach dem anderen. Das Tor aber schloss sich nicht hinter ihnen, es blieb sperrangelweit offen und aus dem Innern brach ein goldener Strahl. Ein tiefer Atemzug noch, dann legte sich ihr Kopf zur Seite, so als wolle sie nur schlafen. Aber es kam kein Atem mehr aus ihrem Mund. Ihr junges, heißes Herz stand für immer still. So fand sie ihr Bruder Benno und schob sie samt dem Rollstuhl hinein ins Haus. Sie ist eingeschlafen, sagte er. Aber der Langenthaler deutete diesen tiefen Schlaf gleich richtig und schrie verzweifelt auf. Simon wurde herbeigeholt und stand grau im Gesicht vor der Toten, sah sie lange, sehr lange an und atmete dann ganz tief aus, weil er sah, dass auf dem bleichen Antlitz ein zufriedenes Lächeln lag. Dann aber brach er vor ihr in die Knie, fasste nach ihren kalten Händen und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Trauriges Ende, aber es geht ja das nächste Mal weiter.